Ja, ich glaube, in diesem Referat heute sollte es vor allem eben, wie Kevin bereits gesagt hat, darum gehen, was die praktischen Konsequenzen auch sind von Ideen. Das heißt, mit welchen Ideen müssen wir uns ausrüsten für den kommenden Kampf, für die kommenden Kämpfe. Aber zuerst nochmal, ich glaube, ihr habt es alle von Dersu schon gehört, aber was ja einfach klar ist, wenn wir in die Welt schauen, ist, dass Frauenunterdrückung, Rassismus, Diskriminierung, dass das einfach allgegenwärtig ist, dass das zu diesem System gehört. Dass so Morde, Racial Profiling von Schwarzen und Migranten, dass das in den USA passiert, aber auch überall in der Welt. Ich meine, in Europa, das haben wir auch gestern schon gehört mit Frontex, dass Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken, an den Grenzen Osteuropas niedergeknüppelt oder sogar ermordet werden und unter katastrophalen Bedingungen in Lagern eingesperrt werden. Und wir sehen eben auch wieder enorme Angriffe auf Rechte, die bereits erkämpft wurden, wie zum Beispiel die Abtreibungsrechte für Frauen in Polen, in Italien, in Texas, also wie sie in einem Land nach dem anderen wieder angegriffen werden. Und ich meine, das kommt zu einer Situation dazu, wo die Frauenunterdrückung allgegenwärtig ist. 60% der chronisch Armen sind Frauen und Mädchen. Und mehr als 2/3 der 8 Millionen Analphabeten auf der Welt sind auch Frauen und Mädchen. Und 50.000 Frauen und Mädchen werden jedes Jahr ermordet, meistens von einem Familienmitglied oder sogar ihrem Partner. Und wenn ihr denkt, in der Schweiz ist das anders, auch in der Schweiz werden alle 2 Wochen eine Frau oder ein Mädchen ermordet. Und zusätzlich überlebt noch eine Frau oder ein Mädchen einmal in der Woche so einen Feminizidversuch. Und das sind einfach gewaltige Zahlen für unsere Wohlstandsgesellschaft, wie man das so nennt. Es sind barbarische Zustände. Und das ist klar, das wirft für uns alle die Frage auf, wie können wir gegen Unterdrückung kämpfen? Und in diesem Referat werde ich 2 gegensätzliche Positionen, und das sind wirklich gegensätzliche Positionen, gegenüberstellen, die Identitätspolitik und der Marxismus. Ja, zuerst beginnen wir mit unserer eigenen Methode, mit dem Marxismus. Marx hat ja nicht nur den wissenschaftlichen Sozialismus als Methode, also die marxistische Philosophie, entdeckt und entwickelt. Er hat auch die Menschheitsgeschichte in seiner Teilung in Klassen untersucht. Und der Satz im Kommunistischen Manifest zeigt eben auch die treibenden Kräfte in der Geschichte. Dort steht, alle bisherige Geschichte der Zivilisation ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Und im Kapitalismus stehen sich ja, wie wir auch schon dieses Wochenende gesehen haben, 2 Hauptklassen gegenüber. Die eine, die kleine Schicht an Kapitalisten, die die Arbeit ausbeuten und daraus ihren Profit ziehen. Und auf der anderen Seite die übergroße Mehrheit, die Arbeiterklasse, die eigentlich ein riesiges Potenzial für revolutionäre Kämpfe zeigt, weil sie eben gegen diese Unterdrückung und Ausbeutung kämpfen können. Und darum ist im Kapitalismus so, die Unterdrückung und Diskriminierung wird enorm genutzt, um die Spaltung dieser großen Mehrheit der Arbeiterklasse und der Armen voranzutreiben. Das heißt, es ist ein enorm wichtiges politisches Mittel für die herrschende Klasse. Wir kennen das auch aus früheren Klassengesellschaften, Divide and Rule, dieser Satz stammt aus der Antike. Aber das ist besonders wahr in Zeiten der Krise. Wir sehen heute Regierungen wie Trump, Bolsonaro in Brasilien oder Johnson in Großbritannien, die eben genau dieses politische Mittel zur Herrschaft nutzen. Und wir sehen das natürlich auch in der Schweiz mit der SVP, also der wichtigsten Partei des Kapitals. Sie sind die aggressivsten Vertreter von Finanzkapital und Exportindustrie. Und um davon abzulenken, um sich eine materielle Basis trotzdem
für ihre Politik zu schaffen, schüren sie Nationalismus und Rassismus, Hass gegen den Islam und verteidigen die traditionellen Geschlechterrollen, die die Frauen unterdrücken. Die Frau soll zurück an den Herd und so weiter. Und damit stützt sie sich auf die rückständigsten Schichten des Kleinbürgertums und der Arbeiterklasse in der Schweiz. Und eben so wird die Gesellschaft gespaltet und kann eben nicht gemeinsam gegen ihre Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen. Und dieses Prinzip, und dass das vermehrt eingesetzt wird und forciert wird, das sehen wir gerade in Perioden von Revolutionen. Dass die herrschende Klasse versucht, mit allen Mitteln ein Keil in die Bewegungen zu schlagen, zum Beispiel indem sie fundamentalistische Gruppen finanzieren, die dann rückständige Ideen in die Bewegung tragen und Terror verbreiten. Und das haben wir gerade, weil wir das Beispiel der arabischen Revolution dieses Wochenende mehrmals diskutiert haben, in den arabischen Revolutionen immer und immer wieder gesehen, wie solche Gruppen hochgezüchtet wurden von der herrschenden Klasse, um die revolutionären Bewegungen an sektierischen Linien zu zerschlagen. Im Libanon, in Syrien, man nenne mir irgendein Land. Also hinter solchen Ideen stehen politische Interessen der herrschenden Klasse. Und solange diese Klasse nicht gestürzt ist, wird sie weiter spalten, um herrschen zu können. Aber und das ist nicht nur, Unterdrückung ist nicht nur ein politisches Mittel, auch wenn ich sagen würde, das ist wirklich eine der wichtigsten Funktionen, aber Unterdrückung ist auch profitabel. Migrantenfrauen werden schlechter bezahlt und so kann noch mehr Profit aus ihrer Arbeitskraft gepresst werden. Und es setzt eben auch Druck auf die besser bezahlten Lohnabhängigen auf, dass sie ebenfalls für weniger Lohn und für schlechtere Bedingungen arbeiten, weil sie sonst ersetzt werden können mit diesen Schichten. Und indem die Kapitalisten die Löhne für einen Sektor senken, können sie eben die Löhne für alle Sektoren senken. Und außerdem sind Frauen und Migranten auch immer eine Art Manövriermasse auf dem Arbeitsmarkt. Sie haben einen schlechteren Kündigungsschutz, sie sind schlechter organisiert, sie haben wie Migranten eben haben oft temporäre Aufenthaltsbedingungen und sie haben geringere Arbeitslosenentschädigung und so weiter. Und das heißt zum Beispiel in der Schweiz in den 70er-Krise konnten so die Arbeitslosenzahlen beschönigt werden, indem eine 500.000 Frauen und Migranten, also die Frauen zurück an den Herd beordert wurde, natürlich erschienen die dann nicht in den Arbeitslosenzahlen, und die Saisonniers nach Italien und Osteuropa ausgeschafft wurden. Ja. Also das heißt, Spaltung und Diskriminierung passiert auf den verschiedensten Ebenen. Sie passiert auch nicht nur anhand von der Hautfarbe, der Herkunft, des Geschlechts, der Religion. Überall versucht die herrschende Klasse, verschiedene Schichten der Arbeiterklasse und der Armen gegeneinander auszuspielen. Zum Beispiel qualifizierte und unqualifizierte Arbeiter, Vertragsarbeiter und temporäre Arbeiter, gewerkschaftlich organisierte und unorganisierte. Das haben wir jetzt gerade in der Türkei gesehen, wo die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter massenhaft entlassen wurden und enormen Schikanierungen ausgesetzt wurden. Arbeiter versus Sozialbezüger, auch ein Classic der SVP. ja, oder im Gesundheitswesen, auch ein Klassiker, so die Krankenversicherten versus den Gesundheitsangestellten, oder wo dann gesagt wird, dass wir alle dann mit höheren Prämien unbedingt bezahlen müssten, wenn die Gesundheitsangestellten mehr Lohn bekämen und so weiter. Und in der Impffrage sehen wir das natürlich auch, wo den Ungeimpften die Schuld an der Pandemie gegeben wird. Und das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe. Ein Teil der Arbeiterklasse und der Armen wird die Schuld gegeben. Eben ein Klassiker ist die Sozialbezüger, die auf unserer aller Tasche liegen. Und die Kapitalisten tun so, als ob die einen von der Unterdrückung der anderen profitieren würden.
Also die einen Arbeiter, die mehr Lohn verdienen, haben diesen höheren Lohn, weil die anderen einen tieferen haben. Und ich meine, das ist einfach absurd und das ist einfach gelogen, oder? Also wenn die, so zum Beispiel die tiefen Löhne der portugiesischen Arbeiter auf dem Bau bedeuten überhaupt nicht, dass andere dann höhere Löhne haben, sondern im Gegenteil, diese Löhne kommen dann auch unter Druck. Und davon profitieren tut kein Arbeiter, sondern nur der Kapitalist. Aber das ist eben diese Erzählung, die wir permanent aus den Medien und von dieser Ecke hören. Was wir sagen, der Kampf gegen Unterdrückung muss über die Einheit der Arbeiterklasse geführt werden. Je stärker die Einheit der Arbeiterklasse ist, desto schwieriger wird es, die Unterdrückung zu nutzen und eben die Arbeiter zu spalten. Und je mehr die Arbeiterklasse die Kämpfe gegen die Unterdrückung unterstützt, je aktiver ihre Rolle auch ist in solchen Kämpfen, desto mehr bedroht eben diese Bewegung die ganzen herrschenden Verhältnisse, den Kapitalismus als Ganzes, und desto mehr Errungenschaften können eben auch erreicht werden. Und das liegt an der Position der Arbeiterklasse in der kapitalistischen Produktion. Eben, wir haben das auch schon gehört dieses Wochenende, der Kapitalismus basiert auf der Ausbeutung der Arbeitskraft der Arbeiter und für den Profit der Kapitalisten. Aber das bedeutet eben auch, dass die Arbeiter sich kollektiv organisieren können in den Betrieben und dass sie die Kapitalisten dort angreifen können, wo es eben wehtut. So Streiks in den Betrieben können die Produktion lahmlegen, und das bedeutet eben dann Profiteinbußen, Gewinneinbußen für die Kapitalisten. Und die Arbeiterklasse kann auch die Macht in den Betrieben und in der Gesellschaft übernehmen und die gesellschaftliche Produktion eben dann nach den Bedürfnissen aller ausrichten. Und das gibt den Arbeitern halt einfach eine Macht in der Gesellschaft, die andere Gesellschaftsschichten nicht haben. Und das ist keine moralische Frage, das ist einfach eine Frage der Analyse, der Tatsache. So, welche Funktion hat welche Schicht im System? Das heißt eben, die Arbeiterklasse hat das Potenzial, die potenzielle Macht, um die Kapitalisten zu erpressen und die Revolution zu vollziehen und eben damit die revolutionären Prozesse auch anzuführen. Und ein Blick in die Geschichte bestätigt halt auch genau das, oder? Es ist kein Zufall, dass Frauenstimmrecht zum Beispiel ein Produkt des Klassenkampfes war, dass immer der Klassenkampf die treibende Kraft war hinter solchen Errungenschaften. Wenn wir das anschauen, ich meine, in der Schweiz ist natürlich ein total Sonderfall, aber die meisten europäischen Länder haben das Frauenstimmrecht um 1918 eingeführt, und das war nach dem Ersten Weltkrieg und nach der Russischen Revolution, wo in sehr vielen Ländern revolutionäre Bewegungen stattfanden, die eben den Kapitalismus als Ganzes bedrohten. Und das heißt, das Frauenstimmrecht wurde in vielen Ländern wie Deutschland, Österreich, Schweden, Finnland als Zugeständnis der herrschenden Klasse an die Massen gegeben, aus Angst vor dem totalen Sturz ihres Systems, so aus Angst vor der Revolution. Und ich meine auch in der Schweiz, es ist ja nicht, dass die Schweiz irgendwie in dem Sinn ein Sonderfall wäre, auch in der Schweiz wurde 1918 fand der einzige Schweizer Generalstreik in der Geschichte statt, und auch er hat das Frauenstimmrecht auf die Tagesordnung gestellt. Aber die Verwirklichung, das wissen wir alle, dieser Forderung dauerte noch weitere 50 Jahre. Und das ist eben ja genau, weil erstens mal dieser Generalstreik eine enorme Niederlage erlitt und dann die ganze Arbeiterbewegung im Kompromisslertum mit den Kapitalisten endete über diese Riesenperiode, Jahrzehnte. Und ebenso nie eine Bewegung entstand, die die herrschenden Verhältnisse wirklich grundlegend in Frage gestellt hätte. Und dann erst eigentlich im Zuge der so 68er Revolutionen in Europa
Und die Schweiz war ja wirklich eines der letzten Länder dann, da kam sogar der Druck vom Ausland. Aber eben auch diese revolutionären Bewegungen haben in der Schweiz nochmal sozusagen die Linke und die Frauen aufgerüttelt und haben dann schlussendlich die erzkonservativen Schweizer Bürgertum haben sie in die Knie gezwungen. Und 1971 hatten wir dann das Frauenstimmrecht. Also eben eines der allerletzten Länder, der Industrieländer der Welt. Okay. Ja, das zeigt eben, dass schlussendlich der Klassenkampf auch am meisten in diesen Fragen, gegen die Frauenunterdrückung und für Errungenschaften erreicht hat. Und was wir sagen, ist, dass der Kampf gegen Unterdrückung ist Teil des Kampfes gegen den Kapitalismus. So, die sozialistische Revolution kann nur siegreich sein, wenn sich die Arbeiter zusammenschließen. Das ist eine Notwendigkeit so. Und es ist auch die größte Kraft, die wir haben als Klasse, dass wir eben die Mehrheit, die absolute Mehrheit in der Gesellschaft darstellen und wenn wir uns kollektiv zusammenschließen, die Produktion übernehmen können. Und es ist eben wichtig, dass die Arbeiter lernen, dass es das kapitalistische System ist, das für ihre Arbeitslosigkeit und ihre Kürzungen Angriffe verantwortlich sind und nicht die Migranten, wie das eben eine SVP oder andere Politiker ihnen irgendwie glauben machen wollen. Und es ist wichtig, dass sie verstehen, dass sie gemeinsam gegen alle Formen von Unterdrückung kämpfen müssen, wenn sie für ihre eigene Befreiung kämpfen wollen. Und das ist so, gerade in Zeiten von großen Klassenkämpfen und erst recht in Revolutionen, begreifen eben die Arbeiter, dass sie viel mehr zu gewinnen haben, wenn sie sich zusammenschließen und dass die Kapitalisten eben versuchen, die Unterdrückung permanent auszunutzen, um sie gegeneinander auszuspielen, dass das ein Mittel gegen sie ist. Also das heißt eigentlich, sie lernen dann, wer der wirkliche Feind ist. Und in Revolutionen beginnen die Arbeitermassen eben auch alles in Frage zu stellen, was die Gesellschaft ihnen beigebracht hat. Alle möglichen Vorurteile, die ihnen tagtäglich eingetrichtert werden. Und ich meine, das ist das, was wir in Revolutionen und Massenbewegungen immer wieder in der Geschichte gesehen haben. Gestern, glaube ich, wurde das Beispiel von der arabischen Revolution gebracht, wo eben genau Frauen in der Revolution in Ägypten erzählt haben, dass sie auf dem Höhepunkt der Revolution ohne jegliche Angst alleine in der Nacht auf dem Tahrir Square irgendwie sein konnten, ohne männliche Begleitung, ohne irgendwie Angst zu haben von Übergriffen. Und eine Frau sagte, und ich zitiere, hier sieht dich eben niemand als Frau, hier sieht dich auch niemand als Mann, wir sind alle vereint in unserem Wunsch nach Demokratie und Freiheit. Und das ist eben genau das, die Kraft der Revolution, die das eben auch auslöst, dass man diese Spaltungen, die tagtäglich existieren, überwinden kann und solche Identitäten an Wichtigkeit verlieren, sondern der gemeinsame Kampf im Zentrum steht. Und was noch dazu kommt, so die Mehrheit der globalen Arbeiterklasse ist weiblich oder sie gehört einem unterdrückten Teil der Gesellschaft an, eben noch außerhalb von dieser Ausbeutung, die Arbeiter sowieso ausgesetzt sind. Und darum ist so die Vorstellung, dass eine sozialistische Revolution nicht auch ein Kampf gegen die Unterdrückung bedeuten würde, ist einfach lächerlich, so als würden die Arbeiter und Arbeiterinnen sich bewegen, und dann nicht alle ihre Probleme und Sorgen, alle ihre Unterdrückungen auf den Tisch legen und sie bekämpfen wollen. Das ist jedenfalls nicht das, was man in Kämpfen erlebt, wenn man sie tatsächlich studiert. So. Und ich meine, es gibt auch dieses berühmte Lied von der Frauenbewegung von England, das heißt Bread and Roses, was genau dieses Verhältnis beschreibt. So, wir kämpfen nicht nur für Brot- und Butterfragen, wir kämpfen für unsere Freiheit. Ja, so, also das heißt, jede Periode von Klassenkämpfen und Revolutionen erweckt gleichzeitig auch den Kampf gegen
Unterdrückung. Und eben, wir haben es heute schon oft gehört, wir leben in einer solchen Periode. Wir sind gestartet in eine solche Periode von Revolutionen und Klassenkämpfen. Und das ist ja auch etwas, das wir bereits gesehen haben, so die Black Lives Matter-Bewegung. Ihr müsst euch das einfach nochmal vor Augen halten. So, die ist schon so seit Jahrzehnten am Gehen. Aber letztes Jahr waren 10% der US-Bevölkerung auf den Straßen gegen Rassismus. Also das sind krasse Zahlen, wenn man sich das überlegt, oder? Und das wird immer so, dass die USA immer so ein rückständiges, rassistisches und so, all diese Vorurteile, die man auch hat. Man muss die Dinge ansehen und schauen, was wirklich abgeht vor unseren Augen. Ja, ein anderes Beispiel, und das ist vielleicht auch etwas, was nicht alle mitbekommen haben, zu den Millionenbewegungen, auch teilweise eine Generalstreiks und so weiter. Und da gab es in Indien, und da gab es auch eine riesen Massenbewegung gegen Modis Staatsbürgerschaftsgesetz, das eben gegen den muslimischen Teil der Bevölkerung gerichtet war, was eben eine sehr unterdrückte Schicht in Indien ist. Und genau da hat man auch gesehen, dass sich riesige Millionen mit diesen muslimischen Teil solidarisiert haben und gegen Modis Regierung gekämpft haben. Und natürlich, was auch ein wichtiges Beispiel ist, der Frauenstreik in Spanien 2018, wo auch über 5 Millionen Frauen und Männer auch auf die Straße gegangen sind, gestreikt haben in den Betrieben. Und ja, was auch eine Riesenbewegung gegen das verkrustete, noch vom Faschismus übernommene Regime in Spanien gerichtet war. Und dann haben wir natürlich letztes Jahr so die Massenbewegungen in Mexiko gegen die Feminizide gesehen, eben die Massenbewegung in Polen gegen das Abtreibungsverbot. Wir haben auch Bewegungen in Italien gesehen, gegen auch Verschlechterungen des Abtreibungsrechts und so weiter. Ich kann das jetzt auch nicht alles aufzählen. Aber was wir sehen, ist, dass es massive Bewegungen gegen Unterdrückung auf der ganzen Welt gibt. Und das eben ist ein Zeichen für die Tiefe der Krise des Kapitalismus und eben die eben alle möglichen Kämpfe und Widersprüche hervorruft, an die Oberfläche bringt und eben so eine revolutionäre Periode anbricht oder vorbereitet. Ja, und Feministen werfen dann den Marxisten immer vor, dass wir nicht genug für den Kampf gegen Unterdrückung machen oder dass wir zu wenig für Reformen kämpfen, also das heißt für das alltägliche Leben der unterdrückten Arbeiter und Arbeiterinnen oder Frauen, dass wir uns nicht dafür interessieren, sondern was wir machen ist halt, wir warten einfach auf die Revolution, oder? Aber ich meine, das ist halt eine enorm falsche Vorstellung vom Marxismus. Wir sagen nämlich genau das Gegenteil. Wir sagen, nur im täglichen Kampf für bessere Arbeitsbedingungen, für und gegen Ungerechtigkeiten, gegen Angriffe, können die Arbeiter und Arbeiterinnen lernen, wie man gegen den Kapitalismus kämpft. Das ist genau das, was wir die große Schule des Klassenkampfes nennen. Aber was wir einfach klar sagen, das ist vor allem das Wichtige, so das zeigt auch unsere Rolle, ist, dass eben die Klassengesellschaft, dass man in der Klassengesellschaft die Unterdrückung nicht wegreformieren kann, dass sie inhärent ist in dieser Klassengesellschaft, dass sie immer wieder hervorbringt aufs Neue, plus dass es im Kampf gegen die Unterdrückung keine Zusammenarbeit, keine Klassenkollaboration geben kann zwischen der Arbeiterklasse und den Unterdrückten und der herrschenden Klasse.
Weil die Kapitalisten, egal ob sie Männer oder Frauen sind, schwarz oder weiß, schwul oder heterosexuell, das ist schlussendlich egal, sie profitieren als Kapitalisten von der Unterdrückung. Und das heißt, jeder Versuch, mit der herrschenden Klasse zusammenzuarbeiten, das wird immer darin enden, dass die Bewegung in sichere Bahnen gelenkt wird von diesen Kapitalisten oder ihren Politikern, damit das kapitalistische System und die Profite der Kapitalisten selbst nicht bedroht werden. Und das wird immer passieren mit jeder Bewegung, die diese Klassenkollaboration anwendet. Hier. Ja, was wir aber auch eben ehrlich sagen müssen, ich meine, das hat Martin heute Morgen schon gesagt, dass wir haben zwar eine klare Vorstellung davon, wie wir kämpfen müssen, wie wir auch eben die Unterdrückung bekämpfen müssen und dass wir sie abschaffen können, so. Aber was wir auch ehrlich sagen müssen, ist so, dass die Kräfte des Marxismus sind halt einfach immer noch in einer enormen Minderheit, oder? Das heißt, wir haben nicht die Kräfte im Moment irgendwie zum irgendwelche Bewegungen anzuführen oder zum irgendwie an die Massen zu treten und ihnen ein Programm vorzuschlagen und damit auch Gehör zu finden. Also das ist im Moment nicht möglich. Wir sind zu klein und da sind wir völlig realistisch. Und das heißt eben auch, dass sich in solchen Bewegungen alle möglichen Ideen breit machen und was wir eben sehen im Moment, so dass gerade diese Bewegungen, die sich gegen Unterdrückung richten, oder sagen wir einfach Leute, die sich radikalisieren, auf welche Ideen stoßen sie an der Uni und in solchen Bewegungen? Sie stoßen auf die Ideen hauptsächlich der Identitätspolitik und wie zum Beispiel der Intersektionalität, Queer-Theorie oder auch verschiedene Vorstellungen von Feminismus und so weiter. Und ich kann jetzt natürlich nicht auf alle genau eingehen, sondern ich möchte hier mehr so die allgemeinen Linien und so die Gemeinsamkeiten dieser Ideen aufzeigen. So die Identitätspolitik basiert auf der Idee, dass alle Kämpfe gegen Unterdrückung nur von denjenigen geführt werden können, die direkt unter dieser spezifischen Unterdrückung leiden. Also das heißt, Frauen müssen den Kampf gegen das Patriarchat führen, Transmenschen müssen den Kampf gegen Transphobie führen, Schwarze und People of Color müssen den Kampf gegen Rassismus anführen. Und so sind diese Kämpfe gegen die verschiedenen Unterdrückungsformen sind separate Kämpfe. Und sie verstehen Unterdrückung als Struktur, die mehr oder weniger abgesehen von der Klassengesellschaft funktioniert, also vom Kapitalismus abgetrennt ist. Also die Unterdrückung der Frauen, die basiert auf dem Patriarchat und das ist eine Herrschaftsstruktur von Männern über Frauen und das hat eigentlich wenig mit dem Kapitalismus an sich zu tun. Und Rassismus ist auf das weiße Privileg zurückzuführen und das basiert nicht auf der Klassengesellschaft oder so. Ja. Und was Sie sagen, so was ist das weiße Privileg oder was ist das Patriarchat, so die Identitätspolitik sagt, dass diese Unterdrückungen seien Ergebnis, so eine Reihe von unterdrückerischen Ideen, Normen, Moralvorstellungen, was auch immer. So. Ja. Und darum ist der Kampf gegen Unterdrückung ist in erster Linie ein Kampf, indem man die Menschen davon überzeugt, dass sie eben keine unterdrückerischen Ideen mehr haben sollen und Verhaltensweisen mehr haben sollen. Und das ist genau das, was wir als Marxisten als Idealismus bezeichnen. So, wir haben das jetzt an diesem Wochenende in der Philosophie schon besprochen. So, es gibt zwei Strömungen in der Philosophie, den Idealismus und den Marxismus. Und der Idealismus bedeutet eigentlich einfach, dass man denkt, dass das Funktionieren der Welt, dass das Funktionieren der Welt aus den Ideen erklärt wird, also eine Folge ist von falschen Ideen, Moral und Normen, die die Menschen haben.
Und Marxismus vertritt eigentlich die gegenteilige Auffassung. Als Materialisten verstehen wir, dass die Ideen, die wir haben, die vorherrschenden Ideen in der Gesellschaft, dass die aus dem gesellschaftlichen Verhältnis erklärt werden müssen, also aus der Art und Weise, wie die Gesellschaft aufgebaut ist und wie sie sich entwickelt. Und das heißt, für uns muss das Ziel ganz klar darin bestehen, die materiellen gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Also wir erklären zum Beispiel, dass die Ideen des Rassismus entstanden sind, um die Sklaverei und den Kolonialismus zu rechtfertigen, und sie existieren heute noch, um imperialistische Ausbeutung und rassistische Diskriminierung zu rechtfertigen. Und die Unterdrückung der Frau, die entstand parallel mit der Klassengesellschaft, vorher war sie nicht unterdrückt, vorher war sie gleichgestellt in vorzivilisatorischen Kulturen, also egalitären Jäger- und Sammelgesellschaften. Und eigentlich erst mit dem Aufkommen des Privateigentums in der Landwirtschaft, wo das eigentlich das Hauptarbeitsfeld des Mannes war, erst damit wurde die Stellung der Frau abgewertet, sie wurde auf die private Arbeit im Haushalt reduziert, und um das Privateigentum weitervererben zu können in der männlichen Linie, wurde der Frau die Monogamie aufgezwungen und so die Mutter-Erblinie wurde abgeschafft. Ja. Also das heißt, die Frauenunterdrückung entstand erst mit der Klassengesellschaft, mit dem Privateigentum und somit die Vorherrschaft des Mannes über die Frau. Und so entstand eben eigentlich die Kontrolle der Frauen und ihrer Sexualität auch in der Familie. Und man kann klar sehen, dass im Kapitalismus viele Frauen eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit von Männern erlangen konnten als in früheren Gesellschaften. Und das ist eben genau, weil sie in die Produktion gesogen wurden und Teil der Arbeiterklasse wurden und so auch einen eigenen Lohn verdienen konnten und sich so gewissermaßen ein bisschen unabhängiger vom Mann existieren konnten. Das heißt, während die Hausfrau eben nur isoliert und nur im privaten Unterdrückungsverhältnis zum Mann steht, hat die Arbeiterin eine gesellschaftliche Funktion. Sie kann sich organisieren und sie kann eben auch die Profite der Kapitalisten angreifen, mit Streiks, mit Kämpfen, mit Betriebsbesetzungen bedrohen und ebenso auch gesellschaftlich für ihre Befreiung kämpfen. Und die Erfahrung von Arbeiterinnenkämpfen aus der Geschichte, die lehrt uns eben auch, dass mit diesem Kampf in den Betrieben geht immer auch eine Krise in der traditionellen Familie einher. So, wenn die Männer feststellen, dass die Frauen sich eben nicht mehr einfach in ihre Rollen pressen lassen und die Frauen an mehr Selbstvertrauen gewinnen in diesen Kämpfen und sich eben dann nicht mehr irgendwie missbräuchliches Verhalten von Vätern, Ehemännern, Brüdern und so weiter gefallen lassen. Also das heißt, die Teilnahme an der Gesellschaft, das Rauskommen aus dieser Isolation im Haushalt, das ist eine enorm wichtige Grundbedingung, dass die Frau eine gesellschaftliche Funktion hat, dass sie eine gesellschaftliche Macht bekommt als Arbeiterin, indem sie kämpfen kann in den Betrieben und sich organisieren kann, aber natürlich auch das Verdienen eines eigenen Lohnes. So das alles zeigt eben der Frau dann auch den reaktionären Charakter der Familienverhältnisse zum Teil erst auf und ihre unterdrückte Stellung zum Teil erst auf. So. Yeah. Aber was wir klar sehen müssen, trotz dieser Entwicklung, der Kapitalismus ist immer noch angewiesen auf die Familie, ist immer noch angewiesen auf die private Arbeit der Frauen im Haushalt. So. Yeah. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt, den wir machen als Sozialisten, so heute könnte Hausarbeit und Kinderbetreuung sehr einfach gesellschaftlich organisiert werden.
Aber es liegt halt eben nicht im Interesse der herrschenden Klasse, der bürgerlichen Klasse, dass es öffentliche Kantinen, Wäschereien, Kinderbetreuung, Bildung und Gesundheit, dass das alles für die breiten Massen zugänglich und gratis ist, sodass die Frau aus ihrer Doppelbelastung befreit werden könnte. Yeah. Und gleichzeitig werden natürlich die Frauenunterdrückung auch immer noch genutzt, um die Frau schlechter zu bezahlen. Sie muss dadurch auch immer noch in Teilzeit oft arbeiten und bleiben so auch in der Abhängigkeit zum Mann. Also solange diese wirtschaftliche Ungleichheit in der Gesellschaft weiter besteht und solange die Gesellschaft auf der monogamen Familie beruht, werden Männer Macht über Frauen haben. Und damit einhergeht eben auch vergiftete Beziehung, Gewalt, Belästigung und sexistische Stereotypen. Und was wir sagen, natürlich kämpfen wir gegen diese Erscheinungen an. Natürlich, wir müssen ja für die Einheit der Arbeiterklasse kämpfen, also müssen wir Sexismus, Rassismus und all diese Ideen bekämpfen. Aber was wir auch sagen ist, wir müssen schlussendlich die materielle Grundlage dieser Unterdrückung aufheben. Und das geht nur mit der Machtübernahme der Arbeiterklasse, mit der demokratischen Kontrolle der Wirtschaft, der Produktionsverhältnisse und indem wir das gemeinsam planen und nach den Bedürfnissen aller ausrichten. Und eben, was wir auch sehen, ist so, dass die herrschende Klasse eben permanent diese Vorurteile und diesen Hass wieder schüren und dass die Arbeiter natürlich auch nicht immun sind gegen solche Propaganda, so, die permanent verbreitet werden über Medien, über den Staat und so weiter. Ja. Und gleichzeitig, und das ist eben auch wichtig, so, Unterdrückung ist etwas Konkretes, so, man kann es nicht einfach durch Vernunft wegerziehen. Überlegt mal, wenn ihr jetzt irgendwie Novartis oder Monsanto, so Großbetriebe, die Bodenschätze und billige Arbeitskräfte in Drittweltländern ausbeuten, so, die reproduzieren tagtäglich die rassistische Weltordnung. Und wenn diese Multis irgendwie einen schwarzen CEO haben oder ein bisschen antirassistisches Image in der Werbung oder so machen, dann ändert sich rein gar nichts an ihrer imperialistischen Rolle. So. Also das heißt, wir können die imperialistischen Monopole nicht davon überzeugen, einfach mit der Ausbeutung der armen Länder aufzuhören. Wir müssen das imperialistische System stürzen. Und es geht nicht um Vorurteile, sondern um die Art und Weise, wie die Gesellschaft aufgebaut ist. Ja. Wir sagen, wir müssen für die sozialistische Gesellschaft kämpfen, für eine andere materielle Basis, damit die Unterdrückung beseitigt werden kann. Ja. Und was eben die Identitätspolitik sagt, so verantwortlich für die Unterdrückung sind die, die nicht in gleicher Weise von der Unterdrückung betroffen sind. Also Männer sind für die Unterdrückung von Frauen verantwortlich und sie profitieren auch davon. Weiße sind für Rassismus verantwortlich und profitieren davon. Und einfach, dass ich das noch bewiesen habe, dass ich das nicht einfach behaupte. So eine intersektionale Wissenschaftlerin, Frances Kendall, sagt eben zum Beispiel, Zitat, jeder von uns, der ein Rassenprivileg hat, und das haben alle Weißen, und damit die Macht, seine Vorurteile in Gesetze zu fassen, ist per Definition ein Rassist, weil er vom rassistischen System profitiert. Yeah. Und eben, es ist ja völlig klar, die Schlussfolgerung davon ist so, dass der Kampf ein Kampf ist zwischen Frauen gegen Männer, Schwarze gegen Weiße, Transmenschen gegen Cis-Menschen oder was auch immer, oder? Ja. Yeah. Und alle, die nicht dieser gleichen Unterdrückung unterworfen sind, heißt es dann immer, die müssen ihre Privilegien hinterfragen, also check your privilege. Und die dürfen nur so Verbündete und Allies, also so passive Unterstützer eigentlich, derjenigen sein, die den Kampf führen. Und eben, was wir bei diesen Ideen verstehen müssen, so, das heißt eigentlich, dass die Mehrheit der Unterdrücker nicht die Kapitalisten sind oder so, sondern das sind die Arbeiter und das sind die Armen der Welt.
Also sie sind die Unterdrücker, oder? Und das heißt, es wird ein Kampf zwischen Arbeiter gegen Arbeiter, ein Kampf von Unterdrückten gegen Unterdrückten. So, ja. Yeah. Das heißt, die Art und Weise, wie die Identitätspolitik den sogenannten privilegierten Arbeitern die Schuld zuschiebt, ist in Wirklichkeit ein Spiegel der Unterdrückungsmechanismus im Kapitalismus selbst. So. Die Kapitalisten wollen, dass die weißen Arbeiter denken, sie würden vom Rassismus profitieren und dass die Männer von der Unterdrückung der Frauen profitieren. Sie wollen, dass die Arbeiter gegeneinander ausgespielt werden. Und die Identitätspolitik verstärkt einfach das genau, indem sie nämlich einfach genau das Gleiche sagt. Und in der Praxis sehen wir einfach, wie enorm reaktionär das ist, oder? Weil im Spanien-Streik 2018 haben über 5 Millionen Frauen und Männer zusammen gekämpft. Aber was hat die feministische Führung für eine Parole rausgegeben? Die Männer sollen nicht streiken. Und dasselbe war im Schweizer Frauenstreik 2019. Da haben die Feministen argumentiert, Männer sollen doch bitte die Arbeitsschichten der Frauen übernehmen, damit sie streiken können. Aber so, ja, also ich meine, ein Streik, ich weiß nicht, ob diese Leute wissen, wie ein Streik funktioniert, so. Es verliert völlig seine Wirkung, wenn noch einfach die Männer arbeiten. Also wo sind dann die Gewinneinbußen für die Kapitalisten? Und das heißt, Männer werden tatsächlich von diesen Feministen als Streikbrecher eingesetzt. Und es ist ja nicht, dass sie damit einfach den Männern schaden oder so, sondern sie schaden dem Frauenstreik selbst. Sie schwächen diesen Streik und machen ihn als rein symbolischen, wie sagt man dem? Ja, es wird zur reinen Symbolik. Ja. Was wir sagen, für uns ist klar so, schlussendlich so die Vorteile, die vielleicht einige Arbeiter haben, weil sie ein bisschen weniger unterdrückt werden als andere, das ist nichts im Vergleich, was wir alle gewinnen könnten, wenn wir uns zusammenschließen und gemeinsam kämpfen. Vor allem ist es enorm zynisch zu behaupten, dass irgendwelche Arbeiter von Unterdrückung von anderen profitieren würden, weil es immer die Kapitalisten sind, die schlussendlich profitieren. Wenn die Bauarbeiter ein bisschen mehr Lohn sich erkämpfen konnten in der Geschichte, dann geht es sicher nicht darum, dass man sagt, ja, wenn ihr für Gesundheitspersonal kämpft, dann dürfen die Bauarbeiter nicht für besseren Lohn steigen, weil sie sind ja eh schon privilegiert. Das hat ja nichts miteinander zu tun. So, schlussendlich profitieren ja nur die Bauchefs und die Industriechefs davon, wenn die Bauarbeiter nicht streiken. Und nicht das Gesundheitspersonal. Im Gegenteil, eben wie ich vorher gesagt habe, oft werden tiefe Löhne dazu genutzt, zum allgemein ein tiefes Lohnsystem zu legitimieren. Ja, das heißt, was wir sagen, ist ganz klar, wir wollen nicht verschiedene kleine Grüppchen, für ihre eigenen Interessen kämpfen und gegeneinander kämpfen, sondern was wir brauchen, ist einen gemeinsamen Kampf für gemeinsame Interessen. Schlussendlich hat die Arbeiterklasse das gemeinsame Interesse an guten Lebensbedingungen, an der Befreiung von Armut, von Ausbeutung und von Unterdrückung. Einzig die Kapitalisten haben dieses Interesse nicht. Und ja, ist ja klar, weil das würde zum Sturz ihrer Herrschaft führen. Also ich habe gerade gemerkt, dass ich verdammt etwa doppelt so lange reden könnte. Ja. Also ich muss jetzt das auslassen mit den Ursprüngen der Identitätspolitik, so wie die aufgekommen sind. Was ich aber einfach wichtig finde, ist, dass die Grundlage darin in den Niederlagen der Kämpfen der 70er bestand, die enorme Demoralisierung ausgelöst haben und ebenso viele akademische Schichten, Ex-Stalinisten und Akademiker dazu gebracht haben, oft sogar Ex-Marxisten, die dann gesagt haben,
ja, die Arbeiterklasse kann gar nicht die Befreiung der Menschheit vorantreiben, die sozialistische Revolution ist unmöglich und darum haben sie sich vom Marxismus und von der Arbeiterklasse abgewandt und enorm pessimistische Schlussfolgerungen gezogen, oder? Und das ist auch das, was wir sagen, ist die philosophische Grundlage der Identitätspolitik, die Postmoderne, die sich eben genau auf diesen Pessimismus stützt und mit diesem Pessimismus aufgekommen ist. Und ich meine, ja, es gab eine enorme Niederlagen in den 70er und 80ern. Es gab die Offensive des Kapitals mit Thatcher in Großbritannien, mit Reagan in den USA. Was wollte ich sagen? Ja, und die Arbeiterbewegung war voll angegriffen und im Rückzug, oder? Und das bedeutet eben auch, weil die Arbeiterorganisationen sich geleert haben und die Arbeiter sich aus den Kämpfen zurückgezogen haben, dass ein enormer Rechtsrutsch in den Arbeiterbewegungen selber auch stattgefunden hat. Und diese Mittelschichten, diese Akademiker und Karrieristen, die konnten sich eben so auch in der Arbeiterbewegung, in der Bürokratie und so weiter Gehör verschaffen. Und darum sind eben auch diese Ideen der Identitätspolitik, der Postmoderne und so weiter, selbst in der Arbeiterbewegung verbreitet, nicht nur im akademischen Luftschloss sozusagen. Ja. Genau. Und eben, was klar ist, so diese Ideen sind enorm pessimistisch und sie sind enorm reaktionär. Sie gehen davon aus, dass man die objektive Welt nicht verstehen kann. Sie sind gegen eine Vorstellung gerichtet, dass man die Welt eben verstehen kann oder verändern kann. Statt Revolution schlagen sie den Kampf vor in kleinen Grüppchen und Individuen gegen irgendeine ominöse Macht, die man nicht erklärt. So. Und schlussendlich ist der Gedanke, der auch im Postmodernismus ist so, dass ich nur meine eigene Realität verstehen kann, ich kann nur meine eigene Unterdrückung verstehen und niemand sonst kann sie verstehen oder ich kann auch niemanden sonst verstehen. Und schon dort sieht man, wie enorm individualistisch, atomisierend diese Ideen sind. Ja, ich wollte eigentlich noch mehr darauf eingehen, wie diese Ideen instrumentalisiert werden vom Establishment. Weil einfach so die Hauptidee, so dass man Privilegien hinterfragen soll und dass das eigentlich der einzige Punkt ist, in dem man, wie man Rassismus und Sexismus bekämpfen kann. Wenn man das glaubt, dann nachher hat man ja auch das Gefühl, dass es ein Fortschritt ist, wenn irgendwelche kapitalistischen, bürgerlichen Politiker und Kapitalisten sich als Feministen und Rassisten bezeichnen, oder? Und irgendwie, keine Ahnung, ihre Unterstützung für die Black Lives Matter ausrufen und so weiter. Ich meine, das Gleiche haben wir mit der Klimabewegung gesehen, oder? So das Greenwashing, dass Unternehmen und Politiker hinstehen, sich irgendwie so eine fortschrittliche Farbe anmalen und somit verdecken, was für eine Rolle sie eigentlich in dieser Welt der Unterdrückung und Ausbeutung spielen. Dasselbe mit der Repräsentationslogik, oder auch so etwas, dass man denkt, nur Frauen können Frauen repräsentieren, nur Schwarze können die Rechte von Schwarzen repräsentieren und es ist eigentlich dann auch egal, welche Politik sie machen, Hauptsache, sie haben die richtige Identität. Daraus kann man die Schlussfolgerung ziehen, eben genau, dass es überhaupt nicht auf politische Programme und so weiter drauf ankommt, sondern dass einfach solche Leute in die Regierung und in die Partei gewählt werden müssen. Ja, und ich meine, dort öffnet sich Tür und Tor für Klassenkollaboration, oder? Also, weil man kann dann über die Klassen hinweg mit den Kapitalisten zusammenarbeiten, wenn sie Frauen sind oder wenn sie schwarze Frauen sind oder so.
Und es ist auch völlig egal, welches politische Programm sie vertreten. Ja. Und einfach nur so schnell, weil das passiert permanent. Also in der Schweiz zum Beispiel wird im Moment Karin Keller-Sutter, die FDP-Bundesrätin, wird permanent in den Medien rumgezerrt und an Frauenstreikpodien und so weiter eingeladen, als irgendwie Vorreiterin für Frauenrechte. Nur weil sie als Frau Karriere gemacht hat in einem Männerberuf. So. Aber sie steht an der Spitze einer Partei, die seit 30 Jahren die Arbeiterklasse, die armen Frauen, die alleinerziehende Frauen, Kinderkrippen, alles Mögliche, was Frauen sich erkämpft haben an Wohlfahrt und an Unterstützung und als Teilbefreiung, greifen sie wieder an. Und so jemand kann sich dann nur, weil sie eine Vagina hat, voranstellen und sagen, sie sei eine Kämpferin für die Rechte der Frauen. So etwas ist absurd, und dass die SP und die Grünen das nicht offenlegen, sondern sie sogar noch für das beglückwünschen. Und es gibt noch schlimmere Beispiele. Also ich habe mir da... Ja, es tut mir leid, aber es gibt, also wirklich, kennt ihr Schneck der SVP-Regierungsrat in Bern? Das ist das größte Arschloch auf der Welt, wirklich. Und gerade was Frauenrechte anbelangt, also er wollte die Frauenstelle Infra, wollte er 2017 einfach streichen, kein Geld mehr, nix, oder? Und der schafft es, einen Artikel zu publizieren über ihn, der dann irgendwie heißt, Schneck, der große Frauenförderer. Nur weil er in seinem Departement Frauen einstellt in Kaderpositionen. Aber er die ganze Zeit wirklich Sozialbezügerinnen, Flüchtlinge, verarmte Frauen. Also es ist absurd, wie er wirklich einen Vormarsch in Bern führt, als wäre es wirklich direkt gegen die Frauen gerichtet. Und die SP und die Grünen bedanken sich dann, dass er Podien an, irgendwie über Frauenthemen veranstaltet, oder? Und dass er Frauen einstellt in seinem Departement. Also, oder? Und das ist nur die Schweiz, oder? Ich meine, schaut Hillary Clinton an, schaut Kamala Harris an. Also ich meine, das sind alles Scheinfiguren, das ist eine Ablenkung von der eigentlichen Angriffspolitik, die diese Leute führen. Und einfach noch ein Punkt so. Biden hat ja jetzt die Intersektionalität als Teil des Lehrplans eingeführt. Ich meine, auch das, also da kann man sich vielleicht schon mal überlegen, ob diese Ideen wirklich so fortschrittlich sind, wenn das ein Kapitalist an der Spitze der USA, wenn er das einführt. Also. Und das sind nur wenige Beispiele. Aber, oh, verdammt. Ja, ich hab's verstanden. Ihr wollt Pause, ja. Nein, aber was ich noch sagen wollte, ja, ich glaube, ich habe jetzt genug hoffentlich erklärt, dass diese Ideen schädlich sind und dass sie für Klassenkollaboration die Türen weit aufsperren und einen Scheinanstrich an Fortschrittlichkeit haben, aber dahinter sich Angriffe und Kürzungen verstecken oder zumindest Tatenlosigkeit, so als kleinstes Übel. Was ich aber, ein Punkt, den ich noch machen möchte, ist, dass diese Ideen wirklich direkt eingesetzt werden gegen Revolutionäre und Linke in der Arbeiterbewegung. Und das ist einfach, da zeigt sich wieder die enorme Schädlichkeit dieser Ideen. So, ich weiß nicht, ja, ich nehme an, ihr kennt das Beispiel aus der Labour-Partei, dass einfach so der gut organisierte rechte Flügel, und das ist wirklich historisch, ist das einfach so der Kapitalistenverein in der Labour-Partei, einfach mittels falschen Vorwürfen von Antisemitismus eine riesige Hetzkampagne in der ganzen Partei über Jahre lanciert haben gegen den linken Flügel von Jeremy Corbyn.
und alle Mittel eingesetzt haben, so sogar die erzkonservative jüdische Kirche, und die haben wirklich eine Schlammschlacht in den Medien veranstaltet gegen die Linke mit diesen Vorwürfen, um die Linke, die halt riesen Erfolge gehabt hat in den letzten Jahren um die Wahl von Jeremy Corbyn, auszuschließen. Tausende wurde ausgeschlossen, inklusive unserer ganzen Organisation, und die linke Basis zu demoralisieren. So. Und das ist eben genau das, was passiert, wenn man behauptet, dass es keine objektive Wahrheit gibt, dass nur diejenigen, die Unterdrückung unter Unterdrückung leiden, definieren können, was Unterdrückung ist, dann kann man nämlich nachher irgendetwas behaupten. Eben, man kann Antisemitismus, Sexismus und so als politische Waffe verwenden gegen politische Gegner, weil niemand kann ja sagen, ob das jetzt stimmt oder nicht, man darf das nicht widerlegen, man wird mit Mobbingmethoden und so konfrontiert und man darf dagegen nicht ankommen. Und das ist genau etwas, was in der Linken enorm verbreitet ist, dass man Angst hat, gegen diese Ideen aufzustehen, weil man versucht so gut für Unterdrückung zu kämpfen, gegen Unterdrückung zu kämpfen, das heißt, sensibilisiert zu sein und so weiter, dass man solchen Angriffen gar nicht widerspricht. Und in der Labour-Partei war das wirklich krass, obwohl es völlig offensichtlich war, von wo diese Angriffe kommen. Das sind erzreaktionäre, die sicher nichts für den Kampf für diese unterdrückten Schichten machen, so die korruptesten Teile dieser Partei, die sich gegen die Linke gerichtet haben, und die Linke hat nichts gemacht. Sie haben diese Vorwürfe hingenommen, sich entschuldigt öffentlich und so weiter, obwohl es völlig haltlos war, und später ist in Leaks auch herausgekommen, so was für Ausmaße das hat und dass es wirklich eine politische Agenda gegen die Linken waren. Aber genau solche Mobbing-Methoden, genau solche identitätspolitischen Angriffe führen zu so, dass man sich gegen solche Angriffe auch nicht mehr wehren kann. Und ja, eigentlich wollte ich noch einen letzten Punkt machen, darf ich noch? Scheiße, ich könnte wirklich den ganzen Tag über diese Ideen reden. weil es ist so reaktionär, wirklich. Also, jetzt, ihr müsst euch das einfach vorstellen, dass man sagt, dass man nur über die eigene Unterdrückung urteilen und sie bekämpfen kann. Ihr müsst euch mal vorstellen, was das schlussendlich für Konsequenzen hat. Und es, das sage nicht ich, die konsequentesten Verteidiger dieser Ideen legitimieren schlussendlich damit die barbarischsten Verhältnisse. So, sie sagen, ja, wir sind die Nicht-Unterdrückten, wir können ja nicht sagen, ob Kinderarbeit, Sklaverei, Prostitution, ob das wirklich unterdrückerisch ist, oder? Und das ist nicht meine Erfindung. So, ich habe auf einem Forum gefunden, dass eine Ex-Prostituierte, die gegen Prostitution an sich ankämpft, dass sie angegriffen wurde von identitätspolitischen Linken, die gesagt haben, ja, weil sie eine Ex-Prostituierte sei, können sie schon gar nicht irgendwie für Prostituierte sprechen. Sie hätte ja diese Erfahrung jetzt nicht mehr. Und als zweites, so, es gibt ja Beispiele von Prostituierten, ich weiß nicht, wo die sie ausgegraben haben, aber das sind wahrscheinlich Luxus, irgendwie Eskorten oder so, die sich nicht unterdrückt fühlen, und darum sei es ja reaktionär, diesen Frauen zu sagen, wie sie zu leben hätten und ob das jetzt Unterdrückung sei oder nicht. Und es gibt wirklich, es gibt Beispiele zur Rechtfertigung von Kinderarbeit, von Sklaverei, von Leihmutterschaft. Das ist die Konsequenz dieser Ideen. So. Und damit werden einfach die barbarischsten Verhältnisse legitimiert. Generalisierungen werden durch Einzelbeispiele völlig zunichte gemacht. Und schlussendlich kann man niemand irgendetwas mehr sagen über irgendwelche allgemeinen Mechanismen von Ausbeutung, Unterdrückung und so weiter und wie man sie bekämpfen kann. Ja, und da sagen wir einfach, das ist völliger Bullshit, müssen wir nicht nur klar in diesen Bewegungen gegen Sexismus,
gegen Rassismus, gegen die spalterischen Ideen in der Arbeiterklasse kämpfen. Wir müssen für die Einheit der Arbeiterklasse kämpfen. Wir müssen für den Sturz dieses ganzen Systems kämpfen, weil er schlussendlich diese Unterdrückung aufrechterhält und reproduziert tagtäglich. Sondern wir müssen auch einen ideologischen Kampf führen gegen diese erzreaktionären Ideen, die überall rumfluktuieren, nicht nur an den Unis, nicht nur irgendwie in meinen Pädagogikseminaren, das war der Tod, sondern auch in den Protestbewegungen der Jugend, aber auch sogar in den Arbeiterbewegungen, in den Bürokratien der Gewerkschaften und der Sozialdemokratie. Wir müssen diesen Ideen den Kampf ansagen und dem eine klare marxistische Methode, eine revolutionäre Methode für die tatsächliche Befreiung der Frau und der Unterdrückten gegenüberstellen. Weil wir kämpfen für Brot und Rosen.